Hallo und willkommen zurück beim Game Dev Tycoon. Zusammen mit mir, Windtalker LP und unserer Firma Independent Games. So, wir haben ja Max den Rennfahrer ins Rennen geschickt. Was für ein Wattspiel. Der verkauft sich optimal, schon bei 2,5 Millionen Einheiten. Wir sind Rang 1. Wir haben gut Geld und so weiter. Forschungspunkte haben wir auch. So, und wir wollen doch weitermachen. Haben wir was zum Forschen? War schon. Es gibt Dialogbäume, KI-Gefährten, Videowiedergabe, Multigenre und die fortgeschrittenen Zwischensequenzen. Okay, ich mache die fortgeschrittenen. Du da trainierst für 10 Points. Du bist ja meine Technologiefrau. Du bist mein Designer, ne? Ach Quatsch, war schon. Wobei, das möchte ich was gucken. Hacking habe ich schon gut. Nein, du trainierst mir auch. Trainier. Du magst Design. Sehr schön, dann machen wir das und danach werden wir wieder ein Spiel drin hier. Oh, und der Max verkauft sich weiter und weiter. So, ich habe was erforscht. Sehr schön. Die zwei sind sehr fleißig beim Trainieren. Oh, schön. Gut, der ist fertig. Wenn sie fertig ist, dann gehen wir wieder. Max, der Rennfahrer, wurde vom Markt genommen. Es wurden 2,98 Millionen Stück verkauft. Fast 3 Millionen. Ein Umsatz von 32 Millionen erzielt. Jawohl, Max, du bist es. So, ein neues Spiel. Und zwar für den Mike von den Jungs von Gametastical HD. Der hat mir geschickt, was er will. Und zwar will er ein mittleres Spiel. Für alle. Thema Hacking. Ein Genre, hat er gesagt, er möchte Rollenspiel, Plattform, die PlayStation 2 und Spielengine. Er möchte nicht das Neueste, nein, er möchte, dass das nach ihm benannt ist. Dann bekommt er das auch. So. Und das Spiel soll heißen Watching You. Es kann natürlich sein, dass das angelehnt ist an die Watch Dogs, die zurzeit der gute Raphael auf dem Kanal von Gametastical HD spielt. Und ich kann euch nur raten, schaut dem Raphael dabei zu. Er macht das echt geil. Nicht nur das, er macht auch super Spiele im Bereich NBA 2K14, Madden zum Beispiel. Viel im FIFA-Bereich machen die Jungs. Der Mike macht Pack-Openings fürs Ultimate Team und Raphael macht zurzeit eine Art WM-Prognose, indem er jeden Tag das Top-Spiel sozusagen zeigt. Da spielt er gegen jemand. Ob er richtig oder falsch liegt, das könnt ihr euch ja angucken bei denen. Also ich kann euch diesen Kanal nur wärmstens empfehlen. Und das Allerbeste ist, ich bekomme ja überhaupt keine Gage dafür, dass ich die empfehle. Okay, weiter geht's. Wir machen 3D-Grafik, die Version 1, weil wir haben 3D und er möchte 3D. Gut. Und ich habe so die Erwartung, das wird eigenartiges Spiel. So, der Mike möchte Engine und Gameplay voll. Das kannst du haben. Und Story Quests will er doch zwei Drittel noch dazu. Okay. Ich kann leider keine besseren Zwischensequenzen machen. Die müsste ich erst erforschen und ins Engine einbauen. Aber wir können speichern. Es gibt mehr Spieler. Es gibt Spiele-Tutorials. Es gibt die bessere Benutzererfahrung. Und wir können sogar noch eine lineare Erzählung mit reinbauen. Gut. Ich mach's Gameplay. Judith Connor macht das. Engine ist klar. Und Aiden Gomez. Nein, ich bin ein bisschen schlechter wie Aiden inzwischen. Weil ich nicht trainiert habe. Gut. Also technisch müsste das ja ein Hammerspiel werden, so gut wie wir sind inzwischen. Oh, der Markt hat sich wieder normalisiert. Keine starken Trends. So, da wird schon der erste müde. Nicht gut. Ja. So. Dann möchte
Dialoge und KI willst du voll. Juhu, KI, juhu. Obwohl die KI ja nicht ganz so wichtig ist. Level Design 2/3. Gut. Ja, und da würde ich sagen, da lassen wir doch alles, oder? Können wir ja auch alles einbauen. So, KI ist klar, die Judith. Diesmal mache ich die Dialoge und Aiden macht das Level Design. Okay, jetzt waren sie schon beide müde. Weil das schafft ihr noch, das Spiel. Hallo, ich bin Jason Green von Gaming World. Ich habe gehört, dass Independent Games gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Na klar. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung, bla bla bla, bla bla bla. Das könnt ihr alles schön selber lesen. Ihr neues Spiel ist ein Hacking-Rollenspiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Story Quests oder auf Engine setzt? Story Quests. Danke für Ihre Zeit. Bitte schön. Gern geschwön. Jo, kürzliches Interview, bla bla bla, bla bla bla. Ja, und ich habe gesagt, Story Quest besonders wichtig und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Ich bin aber auch clever. Gut. Oh, die zwei sind ja richtig fertig danach. Oh, ein Angebot. Nachrichtenschlüssel. Zugriff auf ein paar entscheidende Systemkomponente, wenn Sie Wargames spielen möchten. Nein, wollen wir nicht. So, und was hat Mike denn gewollt? Mike wollte Spielwelt und Grafik voll. Und er wollte Sound so die Hälfte. Jo. 3D-Grafik, Sound, es gibt Stereo, es gibt Open World und es gibt eine detaillierte Hintergrundgeschichte. Also, hui. Jo, wir sind diesmal aber richtig, aber schön ausgeglichen hier. Das, von der Verteilung hier, von den Prozenten, hat der Mike das richtig gut hinbekommen. So. Und wenn ihr mal Spiele wollt, ich sage das glaube ich öfter, dann schaut mal euch so ein Teil hier an von Game Dev Tycoon und dann schreibt mir, Markus, mach mir mal so ein Spiel, so ein Spiel, so ein Spiel. Das würde mich richtig freuen. Neue Forschung verfügbar, Multiplattform. Oh, cool. So. Jetzt macht mir die Bugs raus. Dann machen wir da 1, 2, 3. Fertig ist die Balgerei. Naja. So, was haben wir denn? Haben wir irgendwelche Level-Ups? Ja, Judith Connor kriegt jetzt mehr Geld, juhu. Okay, du sofort in Urlaub. Du sofort in Urlaub. Erste Bewertung für unser neues Spiel, Watching You. Oh. 4. Rollenspiele funktionieren gut auf PlaySystem 2. Ui, katastrophal informed Gamer. Wow. Ziemlich schlecht, Game Hero. Okay. Ich sag's ja nur ungern, aber das ist das schlechteste Spiel ever, das ich gemacht habe. Aber die Jungs von Games Testicle HD sind trotzdem spitze. Das lag jetzt auch dran, dass die beiden hier in Urlaub mussten und so. Ja, es verkauft sich, sagen wir es mal so. Ja, wir nehmen den mittleren Stand. Wir haben einiges gut zu machen. So, die sind wieder da. Jo, folgende Resultate. Hacking-Rollenspiel ist eine schlechte Kombination. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Jo, was machen wir? Wir entwickeln noch ein Spiel. Ein neues Spiel. Thema. Wir haben ja recht viel Chirurgie. 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 Genre. Simulation. Plattform. PC. Spielengine. Impossible Engine. Mittel. Für alle. Und wir nennen das Spiel Männerbrust. Vergrößerung. Ja, genau. Männerbrustvergrößerung, das ist doch auch mal. Vielleicht gibt es ja Frauen, die sagen, ich hätte mal bei einem Mann gerne ein Doppel-D. So. Ah, doch, ja, doch.
Doch, Mittelarme, ja, alle, jawohl. Wir wollen die 2D-Grafik-Version 2. Wir starten die Entwicklung. So. Okay. So, wir sehen Gameplay, total wichtig. Engine auch. Story Quests können wir hier getrost runtersetzen. Es gibt linear und wir können speichern. Jetzt habe ich irgendein falsches Engine gewählt oder was? Ich habe doch ein falsches Engine gewählt, oder? Oh Mann. Naja, gut. Ziehen wir es durch. Ja, okay. Okay, ja. So, wir sehen mit unserem mittleren Stand und den Spielen Watching You und Männerbrustvergrößerung auf der G3. Keine 47.000, ja. Aber nicht unter die Top 100. Eieieiei. So. Mal weiter. So. KI, jawohl. Level Design, ja. Dialoge gehen wir hier mal runter. Ja, so. So lassen wir das. Oder? Bin hier mal gespannt, wie die Männerbrustvergrößerung bei euch so ankommt. So, was haben wir? Wir haben den Sound. Das ist so Simulation. Gehen wir ein wenig hoch mit dem Sound. Spielwelt Design. Gehen wir ein wenig runter. Grafik lassen wir oben. So lassen wir das. Ja, ich habe mit Pro irgendwas falsch gemacht beim Engine, oder? Ich glaube, wir bauen eine neue Engine. Beim nächsten Mal. So. Okay, eure Punkte hat es gegeben. Oh, hier ist eine Fliege, die mich total aufregt. Geh da weg, sonst werden deine Brüste vergrößert. Watching You wurde vom Markt genommen. Es wurden 126.000 Stück verkauft und einen Umsatz von 1,3 Millionen erzielt. Das heißt, wir haben nicht im Verlust gearbeitet. Wir haben ein bisschen was verdient damit. Jo, ich würde sagen, fertigstellen. Da bin ich jetzt gespannt. So, was hast du denn? Okay, Level geht ab, 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 ab. Oh, ich habe auch ein Level ab. Und Aiden Gomez auch. Ja, kriegt mehr Geld. Toll. Grundlegende Physik, Cloud-Spielstände, Mod-Support, virtuelles Wirtschaftssystem. So. Forschung. Dialogbau. Los. Ja. Okay. Eine 5. Noch eine 5. Noch eine 5. Und eine 4. Okay. Das war ja zweimal nicht so toll. Fast schon. Du machst mir gleich noch die KI-Gefährten hinterher. Ich mache den Spielbericht. Und ob sich das Ganze verkauft und so weiter, das sehen wir dann im nächsten Teil vom Game Dev Tycoon. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.